Ja, moin moin. Heute nur ein ganz kurzes Intro. Neben meinem eigenen Kanal Lieblingsfotograf helfe ich einem Freund von mir, Gordian Madsen, beim Aufbau seines eigenen Channels. Wir haben quasi gleichzeitig begonnen vor ein paar Wochen mit YouTube. Und bei ihm geht es bislang mehr um das Thema Auto und Lifestyle im Verbund. Und wir, um die Autos, die wir dann filmen, vorzustellen, machen wir immer so ein paar Cinematic-Shots. Ja, und wie das funktioniert, das wollte ich heute mal zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, moin moin, hier vom Hamburghafen. Ich klappe mal kurz das Display ein, sonst schaue ich dort immer hin. Leider ist es sehr windig, ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Ich habe extra eine Deadcat auf dem Mikrofon, filme jetzt mit der Olympus OMD EM5 Mark II, meiner Zweitkamera. Und heute möchte ich euch ja zeigen, wie wir besprochen haben, oder wie ich eingangs erwähnt habe, wie wir diese Cinematic Car Shots machen. Beispielsweise wie auf Gordians Kanal, den verlinke ich, glaube ich, da oder da. Und schaut auf jeden Fall mal rein. Denn man braucht nicht viel dafür. Viele denken immer, man braucht irgendwie einen Gimbal, einen Slider, noch irgendwie 5 Kameraleute, einen Tonmann und so weiter. Nein, im Prinzip brauchst du nur dich selber, einen Kameragurt und eine Kamera. In diesem Falle, und das ist das wichtigste Accessoire, brauchen wir den Kameragurt. Ich habe mich hier für einen von Peak Performance entschieden, aus mehreren Gründen. Hat einen coolen Stoff, ist im Prinzip so wie ein Autogurt oder wie so ein Flugzeuggurt. Hat die Möglichkeit, die Höhe oder die Länge des Gurtes variabel am Körper zu variieren, festzuklemmen, wieder aufzulösen, lang zu machen. Ich kann im Prinzip die Kamera so über Schulter tragen, wenn ich unterwegs bin. Die baumelt dann auf Hüfthöhe und das auch gar nicht unangenehm. Aber für die Carshots nehmen wir die Kamera kurz, das heißt, die Gurt so kurz wie möglich. Und dann haben wir im Prinzip schon unser Setup. Also, worum es jetzt geht, ist im Prinzip den Gurt immer auf Spannung zu halten und mit der Kamera dann die Bewegungen zu machen. Das heißt, dadurch, dass wir ihn immer auf Spannung haben, haben wir keine Verwackelung in dem Bild, weil ja auch die Kamera oder auch das Objektiv in diesem Falle beide einen Bildstabilisator haben. Und so lassen sich im Prinzip alle Bewegungen machen, die wir gleich sehen werden. Und man kann, wie gesagt, auch die Sachen im Fokus lassen durch diese Bewegung. Man kann tilten, pennen oder andersrum. Naja, und im Prinzip ist das alles, was wir brauchen. Vielleicht noch einen kleinen Gorilla-Pod oder ein kleines Stativ, um an der Kamera vorbeizufahren und noch ein paar Slow-Motion-Aufnahmen vom fahrenden Auto zu machen. Aber das war's auch schon. Und ja, jetzt seht ihr die Ergebnisse. We'll be right back.
Moin, wir sind wieder da im Büro, beziehungsweise in dem Bereich, in dem ich meine Videos bearbeite. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr ein Abonnement da lasst, einen Kommentar, ein Like. Sagt mir, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, was ich besser machen kann oder ob ihr noch von diesem Teil des Videos irgendein Detail besser ausgearbeitet haben wollt. Mache ich gerne, sagt einfach Bescheid. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.